Hallo und weiter bei Teil 73 dieses Anno-Let's Plays. Wir sind hier am Optimieren und versuchen die Baumschulen Produktivitätskapazität zu erhöhen. Und zwar haben wir festgestellt, dass da drei so Bände gibt. Und zwar schneller reich werden 2, schneller reich werden 1 und schneller reich werden 3. Und mit diesen drei Items können wir da die Baumschulen boosten. Und das haben wir auf einer Insel schon begonnen. Beim letzten Mal und schließen das jetzt damit hoffentlich ab. Dass wir so Stück für Stück da besser werden. Das sollte reichen. Auch also ein Fehler, dass man zu viel Lagerhäuser baut, weil dann fahren die ziemlich oft hin und her und eigentlich können sie ja mehr mitnehmen. Dann hat man mehr so Leerfahrten. Wo ist unser Schiff? Mehr Druck im Kessel. Neue Horizonte. Kann man nur was erforschen? Wir stehen kurz vor dem Durchbruch. Ich kann es spüren. Itementwicklung, Forschungsgebiete. Meerestechnologie. Das haben wir eigentlich ziemlich durch. Ich glaube, die nautische Karte habe ich nur irgendwo gesucht. Frachtschiff steht bereit. So, was hat da jetzt? Da hat nichts gefehlt. Da fehlen alle drei. Gut. Dann sind wir da ausgestattet. Neue Befehle? Unser Spielzeug könnten wir mal verfolgen. Wie schaut das jetzt da aus mit die Waren? Okay, Spielzeug verbrauche ich fast komplett. Cognac. Glühbirnen sind ein Problem, immer nur Schreibmaschinen sind ein Problem. Glühbirnen sind echt ein Problem. Und da haben wir es letztens festgestellt, wir könnten hier eventuell mehr machen. Haben wir nur einen Glühfaden. Natürlich nicht passieren. Sekt. Ihr wartet.
Und möglicherweise ein drittes Schiff drauf. Wird da wieder irgendwo protestiert? Himmel, Herrgott. Warum Das ist vielleicht gar nicht mehr so wild. Ihre Bevölkerung hat die Revolution ausgerufen. Fehlt euch so viel? Bier, Kirche, Varieté. Seid dumm verteilt die Stadt, ich habe aber auch wenig Platz. Wenn wir jetzt da noch so eine Kirche reinsetzen. Macht euch das glücklicher. Ist doch eine Kirche. Also, wenn die durch einen Aufgang blockiert wird. Mai, Mai, Mai. Es mangelt an Arbeitskraft. Verlieren wir halt da auf der Insel wirklich einiges an Bewohnern. Aber schauen wir uns das mal an. Ja, wir haben jetzt 300.000 Einwohner erreicht. Schauen wir mal, ob wir da wieder weiter ausbauen können. Können wir. Und zwar sollten wir da jetzt überlegen. Und können wir schon wieder nicht mehr? Schokoladekekse. Kekse. In der Hoffnung, dass Zitrus steigt.
haben wir da nur Keksfabrik reingequetscht. Das ist ja super. Aber was echt ein Problem ist, ist natürlich dann, wenn da so viel protestieren. Schauen wir uns das mal. Ist da wirklich für erledigt? Bier haben wir nicht, wir aber auch nicht produzieren. Das Varieté könnte man da noch eins hinsetzen. Pelzmäntel. Haben wir da nicht einmal irgendeine Route gemacht? Ja, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, eine Route, die ziemlich obsolet ist. Also ein Ziel könnte sein, dass man da genau, das ist auch ein Routenproblem. Geben wir da drei Schiffe drauf und sagen warten. Wohnhäuser stehen nach der Epidemie leer. Haben wir da eine fast eine Route, die unabhängig ist. Das ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Wie schauen wir da aus? Ja, da warten schon viele Schiffe. Da warten auch Schiffe.
Menschen lassen sie hochleben. In meiner Hoffnung kommen dann Pelzmäntel da an. Gut, die sollte man dann vielleicht nicht verkaufen. Aber damit könnte da mal auch das mit den Aufständen vielleicht sich langsam lösen. Was kann man euch nur Gutes tun? Dafür natürlich dann die Einkaufspassagen. Es mangelt an Arbeitskraft. Jetzt ist es natürlich wieder der ziemlich Aufstand gefallen. Hat ihre Stadt in Trümmer gelegt. Das gibt nur Zufriedenheit, Münzen. Bärenfelle. Bärenfelle können wir nur jede Menge mehr praktisch. Schauen wir da nochmal rein. Bärenfelle, alle Inseln. Versorgung. Die eigentlich nebeneinander stellen. Geht sie das aus? Ja. Was für ein Opus Magnum. Dann sollten wir unser Heizwerk. Sie haben an Einfluss gewonnen. Thank you.
Hier, was hätte ich da noch für Varianten? Gas, Gas. Da könnte ich natürlich. Fälle produzieren auf ein paar Inseln. Ich glaube, das passt schon. Ich wusste, du würdest finden, wonach du gesucht hast. Und dann sollte dort da es sehr stabil jedwede werden. Unterstützung vermag es, die Kreise ihrer Majestät zu beeinflussen. Ich fehlen Kaugummis. Weil. Idealerweise hält man seine Versprechen. Oh, da kehrt ihr rein. Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Die Bilanz ist deutlich positiv. Sie ist sogar real immer wieder positiv. Obwohl die Wolkenkratzer das meiste wegfressen. Wie geht's uns da auf unserer zweiten Stadt? Welche Stufe sind wir da schon? 2. Da das nächste. Da genau in der Mitte. Und die Zofe. Kiste unter Deck. Suchen wir halt wieder mal ein bisschen nach Items. Die Zofe, die würde ich auch gleich nur mal nehmen. Und vielleicht so Dolores. Ach, das ist ja herrlich. Die würde ich an 2-3 mal nehmen. Und der werden wir nur 40 Stück oder so brauchen. Aber die ist ziemlich selten. Schaut, jetzt kommt die natürlich nicht daher. Drum. Sind unterwegs.
Wie schaut jetzt da mit Versorgung aus? Da vorne klappt es. Zack, Unmengen an Pelzmäntel. Dann sollten da die ganzen Demonstrationen auch aufhören. Ich spüre auch Kaugummis. Weil da fährt der Lieferdienst. Ja, so ist es. Glühbirnen Kaugummis. Kann man bei den Glühbirnen vielleicht irgendwo nachhelfen? Dass wir sagen, da. Die Menschen lassen sie hochleben. Menschen lassen sie hochleben. Haben wir da bei den Glühbirnen? Ja. MacIver. Devi. Ramdevi.
Okay, das kann auch noch ein Schmäh sein, das habe ich da noch nicht gesehen, dass wir da die Produktionen erhöhen. Da das alles auf der Insel passiert. Sollte eigentlich das einfach schneller laufen. Wie schaut das da aus? Kautschuk fehlt. Da wird einfach die Überfahrt zu lang dauern. Weil das sollte ja das ist der Kautschuk für die Hochräder. Ansonsten müssen dreimal Kautschuk sein. Da produzieren wir ein bisschen Kautschuk. Da nicht. Produzieren wir da Kautschuk. Auch nicht, aber da. Da auch keine Personen haben. Können wir die Produktion ja erhöhen. Das ist Arbeitspensum. Uns nämlich da egal und bei den Inseln im Übrigen auch. Da wollten wir. Schiff steht bereit. Baumaterial rüberbringen. Eigentlich eine ziemlich praktische Mechanik durch die ganze Überproduktion. Ah, da haben wir ein Kautschuk. So, dann würde ich sagen, ist das Kautschuk-Problem bald Geschichte. Nachdem wir da jetzt so viel mehr Produktion haben. Und da bauen wir nur ein paar Depots. Es ist eigentlich ein relativ
cooler. Eine coole Episode. Weil wir die ganze Brillenproduktionsproblematik wirklich eher. Die ganze Problematik von den Glühbirnen eigentlich jetzt eher gelöst haben. Nachdem wir da 50% Steigerung haben. Die Menschen lassen sie hochleben. Na gut, liebe Leute, die Folge ist schon lange genug. Wir haben an diverse Stellen ausgebaut, Ketten gefixt und sind jetzt bei 316.000 Einwohner. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!